Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren! Der Karneval der Kulturen zeigt die kulturelle Vielfalt und Lebendigkeit unserer Stadt, fördert durchaus das Zusammenleben und zieht über 700.000 Menschen aus ganz Europa an. Senatsmitglieder treten gerne vor die Kameras und verkünden, ein Aushängeschild für unsere Stadt ist zweifellos der Karneval der Kulturen. Und Senatorin Kolat lässt sich gerne beim Karneval der Kulturen fotografieren. Wenn es aber darum geht, eine stetige, angemessene Finanzierung für den Karneval der Kulturen zu gewährleisten, die zahlreichen Initiativen zu unterstützen, haben alle gerade was anderes zu tun. Nur intensive Bemühungen und Druck aus der Gesellschaft konnten übrigens dazu führen, dass die Koalition für 2016 die Finanzierung gesichert hat. Was, liebe Kolleginnen und Kollegen, 2017 und die darauffolgenden Jahre geschehen soll, ist weiterhin offen. Der Karneval der Kulturen hat nicht nur einen kulturellen Wert für die Bundeshauptstadt. Die Investitionspark Berlin hatte bereits 2011 übrigens auf die wirtschaftlichen und arbeitsmarktpolitischen Dimensionen des Karnevals hingewiesen, die ich gerne kurz zumindest versuchen werde zusammenzufassen. 2006 bis 2011 haben die Ausgaben der Veranstalter, die Investitionen der Künstlergruppen und der Konsum der karnevalsbegeisterten Touristen ein zusätzliches Bruttoinlandsprodukt von insgesamt 53,2 Millionen Euro angestoßen. Die öffentlichen Einnahmen Berlins wurden durch die zusätzlichen Wertschöpfungseffekte um insgesamt 4,2 Millionen Euro erhöht. Allein 2011 brachte jeder in den Karneval der Kulturen öffentlich investierte Euro das Fünffache an öffentlichen Einnahmen zurück. Und in diesem Zeitraum wurden durch den Karneval der Kulturen rund 220 Arbeitsplätze in der Hauptstadt gesichert bzw. neu geschaffen. Diese Tatsachen, liebe Kolleginnen und Kollegen, müssten für den Berliner Senat Anstoß sein, entsprechend auch zu handeln. Es existiert offensichtlich eine Finanzierungslücke. Diese lässt sich nicht allein durch Sponsoren schließen. Berlin steht durch den Zuzug von Flüchtenden vor neuen Herausforderungen an Partizipation und Integration. Das gilt auch für die organisatorische Aufstellung und inhaltliche Ausrichtung des Karnevals jenseits des Kommerzes. Wir verlangen, dass sich der Senat nicht kurzweilige Lösungen präsentiert und dies nur, weil er unter zivilgesellschaftlichen Druck gerät, sondern eine langfristige Strategie in der Stadt entwickelt. Nun wissen wir ja, dass der Berliner Senat auf dem Feld langfristige Strategien nicht sehr innovativ ist. Nicht beim Lageso und offensichtlich nicht beim Karneval der Kulturen. Karneval der Kulturen lebt in hohem Maße von Engagement der Aktiven und Ehrenamtlichen. Diese werden aber kaum gewürdigt. Es sind mir keine Aktivitäten von Senatorin Kolat bekannt, dass sie die Zeit nach dem Karneval der Kulturen 2015 dafür genutzt hat, die Erfahrungen der letzten Jahre auszuwerten und unter Einbeziehung der Akteure ein zukunftsfähiges Konzept zu erarbeiten. Die Senatsverwaltung hat zwar für die Selbstverständigung der Karnevalsgruppen 30.000 Euro bereitgestellt, darüber hinaus aber sich nicht eingeschaltet. Richtig ist, dass der Karneval eine Berlin-Marke geworden ist. Von der zuständigen Senatsverwaltung ist bisher aber nichts Handfestes zu hören, wie dies weiterentwickelt und verstetigt werden kann. Wir alle sind gespannt, was die
zuständige Senatsverwaltung dem Auflagenbeschluss des Abgeordnetenhauses folgend dem Hauptausschuss zum 31. Januar vorlegen wird. Es reicht nicht, sich beim Karneval der Kulturen fotografieren zu lassen, liebe Frau Kohlert. Der Karneval der Kulturen ist zweifellos ein Aushängeschild für unsere Stadt. Sorgen Sie dafür, dass dies auch so in der Hauptstadt bleibt. Herzlichen Dank.